Wir kommen jetzt vor mit dem neuen Toshiba P850 Notebook hier auf meinem Nvidia Event in München. Wir haben hier noch die alte Sandy Bridge Plattform eingebaut, aber es könnte auch noch Ivy Bridge werden. Wir haben GT640M hier integriert von Nvidia, wie ihr sehen könnt. Ein spiegelndes Display oben, eine Webcam und es soll auch 3D unterstützen von Nvidia. Das Display, dann haben wir hier natürlich noch eine schöne Chitty-Tastatur, ein Mauspad mit nicht separaten Maustasten. Dann haben wir natürlich einen Harman Kardon wieder mal eingebaut, also ähnlich wie bei Samsung, das mit JBL ausgestattet ist. Guter Sound hier, An- und Ausschalter, das weiß leuchtet. Das Display können wir maximal so weit nach hinten kippen, also etwas mehr als bei dem Samsung, aber wir haben hier auch sogar einen TV-Tuner eingebaut. VGA, HDMI, zwei USB-Anschlüsse, von denen anscheinend wohl beide extra Strom ausgeben, denn hier ist so ein Stromzeichen unten drunter. Kopfhörer und Mikrofon. Anschluss, dann haben wir an der Front hier wieder einen SD-Kartenleser und ein paar Status-LEDs in diesem Satellite P850. Ein Blu-ray-Laufwerk, also wird es kein günstiges Gerät sein. USB 3.0, Netzwerk, Kensington und Strom. An der Unterseite könnt ihr sehen, wir können die Festplatte und das Netz und den RAM ganz einfach austauschen. Wir haben 67 Wattstunden Akku hier eingebaut und ansonsten ein recht dünnes Gerät. Das Ganze, wenn man das zuklappt, dann seht ihr auch, wir haben hier nicht nur innen ein mattes Design, sondern nach außen ein schön mattes Rausdesign, das sich sehr gut anfühlt von Toshiba. Und ja, das war es schon mit dem P850, das man leider nicht mit einer Hand aufklappen kann. Bis zum nächsten Mal mit der Nebel TV. Mein Name ist Balaschka.